Hey, du riesiger Steinklotz, du bist uns mächtig im Weg. Kannst du mal bitte zur Seite? Hey, weg da! Boah, jetzt hat er auch noch seinen rutschigen Kopf. Oh Mann, es klappt nicht! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario 64 hier auf Katze. Unser Klempner reist wieder in die Welt von Tic-Tac-Trauma. Wir spielen heute Stampfe mächtig auf. Oh, das weckt Erinnerungen. Ich weiß, dass es sich wahrscheinlich um diesen blauen, dicken Klotz handeln muss. Um diesen Wumms. Wumms, Wimms, Wumps, wie auch immer er heißt. Der da ganz oben ist. Der ist sozusagen auf der Spitze dieses Turmes. Wenn man hier von einem Turm reden kann. Naja, meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier durchkommen, ohne dass uns großartig was passiert. Mario, Konzentration, schöner Seitwärtssprung und jetzt hüpp. Also ich muss sagen, Tic-Tac-Trauma und die Regenbogenraserei, die wir schon in der letzten Folge, also in Folge 14, kennenlernen durften, sind mit Abstand die schwersten Spiele, die schwersten Level in diesem Spiel. Weil man einfach gefühlt an jeder Stelle runterfallen kann und auch jeder Sprung perfekt sitzen muss. Wenn er das nicht tut, ja, dann rast man förmlich so in den Abgrund. Also Mario, vorsichtig sein. Jetzt müssen wir hier irgendwie rüber. Ah, das sind wieder sich drehende Würfel. Die bereiten mir auch immer etwas Kopfschmerzen. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Schnell, 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 schnell. Hoch, hoch, hoch. Uiuiui, das war knapp. So, muss ich da jetzt rüber? Wo geht's nochmal weiter? So, da drüben ist nur ein Kasten. Und da ist übrigens noch ein Stern. Den muss ich mir auch noch schnappen. Soll ich mir den zuerst holen? Zumindest ist der so verlockend. Das sollte doch gar nicht so schwer sein, da reinzukommen, oder? Ach so, ich muss da runter auf diese Dinger da. Okay. Naja, das ändert das Ganze natürlich ein bisschen für mich. Aber ich hab's geschafft. Der Stern ist uns sicher, aber welcher Stern war das denn jetzt überhaupt? Muss ich gleich mal gucken. Springe auf den Schwebebalken. Na gut, wir machen jetzt nochmal die Aufgabe in Tic-Tac-Trauma und es wird wahrscheinlich die gleiche sein. Da, stampfe mächtig auf ein neues. Vielleicht schaffen wir es diesmal. So, aber ihr habt's gesehen, der Stern war so verlockend, ich musste mir ihn einfach schnappen. Jetzt aber Gas geben, Mario. So, hier schön entlanglaufen. Jetzt geht's da noch runter. Läuft doch eigentlich so weit, so gut, oder? Achtung. Hier ist noch auch wieder, hier ist an der Stelle ja auch gleich, also jetzt noch nicht hier, aber gleich kommt die Stelle, wo diese aufziehbare Schaufel wieder herumläuft. Und die ist ja auch ein bisschen gefährlich, muss man ganz ehrlich sagen. So, Mario. Achtung. Jetzt sind wir wieder hier. Wir kennen das Level schon in- und auswendig. Das läuft einfach immer gleich ab. Und jetzt kommt wieder hier diese nervige Schaufel. Da müssen wir aufpassen. So, dann gehen wir mal da hoch. Gleich mit einem Rückwärtssprung. Zack, ja, das läuft wie einem Schnürchen hier. Die Stelle, die finde ich echt fies. Also hier muss man richtig gut aufpassen. So. Zack, rüber. Okay, soweit, so gut. Okay. Das waren ja die Schwebebalken. Ich muss eigentlich... Ah ja, Quatsch. Ich muss auf die andere Seite. Ich bin hier völlig falsch. Na gut, also nochmal zurück. Eieieiei. Hier geht's echt rund. Also schön nach oben. Mario, komm, Konzentration. Zack, sehr gut. Wie soll ich denn da hoch? So wie vorhin. Einfach ganz schnell rüber. Oh, Mario, Mario. Oh, die Kamera dreht sich so komisch. Achtung. Uhui. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Aber ich habe das Schwerste hinter mir. Jetzt muss ich nur noch hier einen schönen Doppelsprung hinbekommen.
Och nee, och nee, och nee, och nee, och nee. Ich werde, glaube ich, öfters weinen in dieser Welt. Die ist echt mies gestaltet. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber schnell wieder hier rüber. Okay, soweit, so gut. Zack, und jetzt Doppelsprung. Oder rückwärts. Was ist besser? Seitwärts hat funktioniert. Waren wir nicht hier schon mal in der letzten Folge? Nee, oder? So weit sind wir noch nicht hochgeklettert. Oh, jetzt wird's gefährlich. Mit Laufbändern oder Fließbändern, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Okay, oh, nein, 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 bloß nicht runterfallen. So, sehr gut. Was da drüben ist, weiß ich nicht, aber das will ich auch ehrlich gesagt erstmal nicht wissen. Schauen wir lieber mal weiter. Geht's da oben weiter für mich? Eigentlich ganz oben, oder? Schauen wir mal weiter. So, ganz langsam, vorsichtig. Und schön weiter marschieren. Nochmal ein Hindernis. Diesmal diese Dreiecke. Okay, okay. Sehr gut. Feuer, Feuer, Feuer. Und nochmal. Oh, warum ist denn hier ein Zeiger? Sind da Münzen oder sind da sogar Sterne? Das sind bestimmt Sterne. Münzen meine ich. Reisen wir. Oh ja, schaut mal. Da ist der Stern und da ist der riesige Wumms. Und das ist die Aufgabe. Mächtig aufstampfen oder wie diese Aufgabe auch lautete. So, schaut mal, er schaut immer so grimmig, ne? Vielleicht können wir ihn zum Lächeln bringen. Naja, ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Hey, du grimmiger Typ. Alles okay bei dir? Wir kommen mal kurz vorbei, um dir Hallo zu sagen. Genauer gesagt, um dir mal ganz kurz auf den Kopf zu springen. Denn so kommen wir... Ah, ja, 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 Achtung, Achtung. Kommen wir irgendwie zum Stern. Oh nee, aber nicht runterfallen, Mario. Bitte nicht runterfallen. Nein, 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 nein. Oh, warum hat er denn so eine glatte Oberfläche? Mario, nicht krabbeln. Was machst du denn da? Konzentrier dich doch. Wir sind kurz vor dem Stern. Jetzt Achtung. Oh nein, ich bin runtergefallen. Jetzt frage ich mich, ob das so schlimm ist, ob ich da wieder hochkomme oder nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Komme ich irgendwie von dem Kasten aus nach oben? Oh, na toll, jetzt habe ich den Kasten kaputt gemacht. Naja, das mit dem Kasten können wir schon mal knicken. Das hilft mir wohl an dieser Stelle erstmal nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden und womöglich, ihr seht es schon, noch einmal den ganzen Weg machen. Also nicht komplett, aber zumindest ein Teil davon. Und da bin ich Gott froh, dass es darum, dass es nur ein Teil ist und nicht nochmal die ganze Strecke. Das wäre dann ehrlich gesagt sehr, sehr ärgerlich. Aber so ist das okay. Also Mario, du hast jetzt dazugelernt. Ich bitte um Konzentration, mein Lieber. Weil so kann das natürlich nicht weitergehen mit dir. Also sei bitte vorsichtig, sei auf der Hut, wie man so schön sagt. Dass du den Sprung auch diesmal hinbekommst. So, Achtung. Jetzt wird's spannend. Konzentration. Jetzt muss ich da einfach nur geschickt rückwärts hochspringen. Das ist eigentlich schon alles. Ja, genau. Und nochmal. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt keinen Fehler machen. Ja, sehr gut. Hui. Da bin ich aber beruhigt. Das hat am Ende doch noch gut funktioniert. Dö. Mächtig auftrumpfen. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, noch ein Tic-Tac-Trauma-Level machen wir natürlich. Ist ja klar. Finde die 8 roten Münzen. Oh weia, oh weia. Das war jetzt keine schöne Aufgabe. Die Münzen befinden sich alle da hinten. Es gibt auch einen Trick, wie man die ganzen Plattformen zum Stehen bringen kann. Den müsst ihr nutzen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche mich jetzt von oben herabfallen zu lassen. Diese Taktik nutze ich jetzt, um an die roten Münzen zu kommen. Aber wie gesagt, achtet beim Betreten des Levels darauf, wie der Zeiger steht. Ich kann euch tatsächlich diesmal nicht den Tipp geben, wie das genau funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt eine Möglichkeit, damit das Ganze hier stehen bleibt. Na gut. Wir machen das Beste draus, springen soweit wir können und lösen hoffentlich auch jedes Rätsel, das uns entgegengesetzt wird. So. Gut Ding will Weile haben. Wir müssen jetzt leider immer wieder hoch und runter klettern. Weil ich glaube, das ist für mich aktuell die beste Methode. Ja, das ist nicht die schönste, aber
Muss mal gucken. Ich würde gerne die auf der rechten Seite schnappen. Ja. Okay, das war doch schön. Da habe ich gleich mal 3 mitgenommen. Jetzt haben wir schon die Hälfte der roten Münzen. Ja, die Hälfte bedeutet natürlich nicht, dass wir alle haben, aber hey. Gut Ding will Weile haben. Wir kriegen das hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das wieder geschickt anstellen, um möglichst viel wieder einsammeln zu können. Aber möglich ist das allemal. So, Mario, jetzt Konzentration. Wo lassen wir uns diesmal durchfallen? Gucken wir mal. Hier vielleicht. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Ja, das ging etwas in die Hose. Auch ich bin natürlich kein Spieler, der alles perfekt beherrscht. Auch ich muss üben. Und ja, vielleicht sollte ich dann nochmal das Level verlassen. Also sollte ich runterfallen. Dann verlasse ich vielleicht das Level und versuche nochmal herauszufinden, wie ich den Uhrzeiger stellen muss, damit ich direkt das meiste bekomme. Also damit meine ich das meiste an Münzen. An roten Münzen, um die Plattform dann stehen bleiben zu lassen. Nein, 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 nein. Was war das jetzt? Komm, komm, die eine kriege ich noch, die eine kriege ich noch. Sehr gut. Ja, das war okay, das war okay. Das geht auf jeden Fall besser, das ist klar. Das weiß jeder, der hier gerade das Ganze sieht. Aber das war nicht schlecht. So, jetzt nochmal, komm. Mario, vorsichtig sein. Und dann im richtigen Moment springen. 2 Münzen noch. Die sollten wir doch noch hinbekommen. Es wäre peinlich, wenn wir die nicht bekommen würden. Mein Lieber. Da, 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 da. Du, bi, da, ba, du. So. Nochmal Energie holen. Alles schön langsam. Oh, weia. Das ist auch immer dieses Hin und Her in diesem Level. Also man kann da nicht wirklich was planen, weil man plötzlich wieder nach unten geschleudert wird. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit an diesem Level. Aber hey, wir nehmen diese Schwierigkeit auch gerne in Kauf, wenn wir dafür etwas schaffen. Und zwar in dem Fall, die roten Münzen einzusammeln. Mensch, komm, der ist ganz einfach, der ganz rechts, den hole ich mir zum Schluss. Oder gleich, oder? Eigentlich ist es egal, in welcher Reihenfolge ich die hole. Aber ich hätte gern zuerst den schwierigen... Ja, ja, nein, nein, nein. Hatte ich Glück. Hatte ich Glück. Das glaubt mir doch kein Mensch, was da gerade passiert ist. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das war echt eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation, wenn ihr mich fragt. Also da können wir von Glück reden, dass da nichts passiert ist. Na, holla die Waldfee. Fast wäre ich abgestürzt und das wäre richtig bitter gewesen. Wisst ihr warum? Weil ich ja schon 7 Münzen habe. Und dann plötzlich wieder von vorne anfangen zu müssen, das wäre echt mies. Aber ich habe es geschafft. 8 rote Münzen, alle gefunden. Jetzt hole ich mir den Stern. Hui. Echt nicht einfach. Echt nicht einfach, meine Lieben. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Finde die 8 roten Münzen. Und das bei sich bewegenden Plattformen. So, jetzt würde ich sagen, wir haben ja alle Münzen, alle Sterne in Tic-Tac-Trauma. Oder? Ja, doch, ne? Dann machen wir jetzt hier weiter. Regenbogenraserei. Da fehlen uns noch 5 Sterne. Reise auf den Regenbogen. Das ist die erste Aufgabe, die wir jetzt machen. Die wollte ich ja schon in der letzten Folge korrekt angehen. Aber dann hat mich plötzlich ein anderer Stern angelächelt. Und ich kümmere mich jetzt auch direkt um einen ganz anderen. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen abgekürzt. Und zwar gab es ja 2 Wege in der letzten Folge. Ich nahm den Weg nach oben und es gab noch den Weg geradeaus. Beziehungsweise, wenn man davor stand, der Weg nach rechts. Und diesen Weg gehe ich jetzt, Achtung, Donutblöcke. Schön wie auf dem Spielplatz mit der Wippe. Ja, auf dem Spielplatz spielen. Mario, Konzentration, du bist jetzt nicht auf dem Spielplatz. Okay, okay. So, wow, it's me, Mario. Oh, so viele Goombas. Goomba-Action. Achtung, Achtung. Oh, jetzt kommen die Pyramidenplattformen. Die sind auch mies. Hier muss man schnell sein. Hier muss man richtig schnell sein. So, 1, 2.
Komme ich da hoch, dann kürze ich ein bisschen ab. Ja, sehr gut. Achtung, 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 Achtung. Nein, oh, oh, oh. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das glaubt mir doch kein Mensch, was da gerade passiert ist. Hashtag Katze, ich glaube dir. Wir haben es doch noch gemeistert. Eieiei. Das war übrigens unser 99. Stern. Reis auf dem Regenbogen. Ja, noch einmal. Das war natürlich wieder nicht der richtige Stern. Aber ich würde sagen, jetzt holen wir den richtigen Stern. Außer wir sehen doch noch was Lustiges. Und nicht nur das. Wir werden auch unseren 100. Stern holen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ganz genau, es fehlen dann nur noch 20 Sterne. Sowie das Retten. Nein, 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 nein. Das war knapp. Das war sehr knapp. Dann fehlt nur noch das Retten von Prinzessin Peach und dann haben wir es. So. Wir nehmen mal diesen Weg hier. Das war die Aufgabe mit den 8 roten Münzen. Und hier gibt es auch noch irgendwo die Bombe. Die kann man auch nochmal ansprechen. Muss man ja auch. Für eine Aufgabe muss man, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit der Kanone fliegen. Die hier im Spiel, also in diesem Level auch noch versteckt ist. Aber dazu kommen wir zu einem anderen, späteren Zeitpunkt. Ah, oh, die Bombe. Immer diese Bob-Oms. Sobald ich eine Bombe sehe, denke ich an Bob-Omb Bobby aus Paper Mario The Origami King. Ach, war das ein herrliches Spiel. So, nein, 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 nein. Oh, Mario, was ist denn los? So. Oh, jetzt. Oh, nein. Irgendwie klappt das noch nicht so. Oh, nö. Gerade ist total der Wurm drin. So, Achtung. Doppelsprung. Wandsprung meine ich. Und raus hier. So. Wenn wir schon hier sind, ich glaube, hier gibt es nur die roten Münzen, dann machen wir die roten Münzen doch einfach gleich mal. Dann haben wir das auch schon erledigt. So, darunter. Also alle roten Münzen in diesem Regenbogen-Raserei-Level befinden sich hier. Da, wo ich mich gerade befinde, in diesem, ich sage mal, Steinlabyrinth. Kommt er da nicht hoch? Doch, jetzt. Hatte schon meine Befürchtungen. So, ja, die roten Münzen sind eigentlich gar nicht so schwer zu holen. Ich muss da erstmal reinkommen. Ich war in dem Level jetzt auch schon viele Jahre nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Hier, oh, Mario! Komm, ein eleganter Wandsprung wäre nicht schlecht gewesen, mein Freund. Und zwar von hier aus. Oh, aber nicht runterfallen! Oder wir nehmen den Weg. Ich glaube, der ist einfacher. Und Rückwärtssalto. Das war die 5, das ist die 6, die 7 ist da hinten und die 8 müsste hinten sein, also hinter uns. Oh nee, bitte nicht wieder durchfallen, ja? Komme ich da nicht irgendwie hoch? Ah, oh, das klappt nicht, vielleicht nehme ich doch lieber den normalen Weg. So, die 8 ist da oben irgendwo. Wir holen uns erstmal 7, oder? So, Mario, Achtung, hoch mit dir, Rückwärtssalto. Und nochmal. Und jetzt, oh, jetzt sehe ich nichts. Da ist die 8, okay. Perfekt. Oder die 7, ja. Wir müssen sie ja nicht in der richtigen Reihenfolge einsammeln. Und jetzt ist nur noch eine Münze da hinten versteckt. Wir haben sie alle schon gesehen. Und das sollte machbar sein. Komm, Mario, du musst dich nur ein bisschen konzentrieren. Das wäre zumindest jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt schlecht, mein Freund. So, sehr gut. Ja, perfekt. Und da erscheint schon unser Stern. Und das ist, meine Damen und Herren, Stern Nummer 100. Ja, wir haben 100 Sterne. Gratulation, Mario! Ich freue mich riesig darüber. Das ist cool. Das ist richtig cool. 100 Sterne. Aber das war natürlich noch nicht alles. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Super Mario Videos. Tippt damit euren Finger drauf und ihr kommt zu tollen Videos. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Und schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Bleibt katztastisch!